Und ein herzliches Willkommen zurück zum zweiten Teil von Eternal Darkness mit mir von der YouTube Let's Plays als Hobby mit der mit Nintendo GameCube. So, hier bröselt es. Soll Alex das Areal begutachten, so wie vor einem Kapitel, ne? Wer den letzten Teil gesehen hat, weiß es. Ja. Wie von Geistern geführt, nähert sich Alex Hand den Gemälde. Sie muss einfach dahinter schauen. Sie berührt das Bild und hebt es etwas an. Eine Kapitelseite kommt zum Vorschein. Nehmen wir natürlich mit. Ein warmes Gefühl der Vertrautheit überkommt Alex, als ihre Finger das Papier berühren. Sie realisiert, dass Robertos Geist ihr hilfreich zur Seite steht. Ein Krieg, alle Kriege zu beenden. Restless, my liege. Its hunger increases, and the binding continues to weaken. We feed it flesh, but I fear it will not guard the relic too much longer. There is no choice in the matter. It must remain and guard the artifact until the time of planetary alignment. After that, the Guardian may return to its lair. Our master does not like failure. It is imperative to keep the binding intact. Then we have to find more flesh and bone. Wollte er falsch nicht sagen, falsch ist er dann selber dran. Okay, wir haben die neue Kapitelseite. Ein Krieg, alle Kriege zu beenden. The war to end all wars redefined how mankind looked at war and the value of human life. Over 19,000 men lost their lives every day in the trenches of the Somme. Some say uselessly, some invoke a higher cause. I read accounts of the slaughter from many journalists who spent time in the trenches, but I found the account of a certain Peter Jacob to be the most horrible of all. His implication about the ancients' involvement with the war was hideous and so obvious. With the horror of the Battle of the Somme scant miles away and the distant echoes of pounding artillery, a young journalist named Peter Jacob researched his latest story from the front lines. His grim task brought him to Oubliet Cathedral, now transformed into a field hospital. Amiens, Frankreich. I find no solace in the purpose behind all the senseless violence that surrounds me. Young men die at a rate unheard of in centuries of warfare. Shelling, machine guns, mustard gas, rip, pierce, and burn to flesh. Men soak gauze in their own urine to stop the insidious gas. The hospitals here cannot cope with the torrent of wounded. Der Erste Weltkrieg, Senfgas und so. Auch von der Jahrhundertzeit natürlich, ne? Der Brief eines Soldaten liegt auf dem Tisch und wartet darauf, nach Hause verschickt zu werden. Erster Brief des gefreiten Reginald Jackson an seine liebe Margaret. Am Dienstag wurde ich in dieses Hospital eingeliefert. Die Wunden an meinem Bein waren nicht schwer, aber ich werde trotzdem für den Rest meines Lebens nicht richtig laufen können. Ich hasse diesen Ort. Jeden Tag wird mir bewusst, dass ich nie wieder die Dinge tun kann, die ich liebe. Dieses Hospital ist ein seltsamer Ort. Vor dem Krieg war dies eine Kathedrale, aber die Atmosphäre ist merkwürdig. Alles ist still. Man hört nur das Rufen und Stöhnen der Verwundeten. Soldaten in der Nacht. Es gibt keinen Zweifel daran, dass es an diesem Ort spukt. Das Merkwürdigste geschieht am Tage. Ich habe bisher nicht gesehen, dass jemand die Kathedrale tagsüber verlassen hat. Da ist etwas faul. Kein Auf Wiedersehen oder Leb wohl. Nur leere Betten, wenn ich aufwache. Ein Glückspenny. Plötzlich Pfanne, plötzlich Puder.
Gab es was zu untersuchen? Diese armen Seelen, bedeckt mit blutbespritzten Laken, haben diese Welt verlassen. Für sie hat das Leid nun ein Ende. Für die anderen um sie herum geht das Martyrium weiter. Der Soldat wirkt bekümmert. Vielleicht hat er viele seiner Freunde den Schützengräben verloren. Er ist der Meinung, dass die guten Geschichten immer die traurigen Geschichten sind. Und dass die wahren Helden in den Leichenhallen zu finden sind. Mit mütterlicher Stimme bestimmt die Schwester, dass Peter etwas Schlaf braucht. Geräusche des Stöhnens und Klagens dringen leise hinter den Leinenvorhängen hervor. Geflüsterte letzte Worte, verzweifelte Gebete für die Geliebten. Worte, die nur von denen gesprochen werden, die den Tod vor Augen haben. Warum geht die Kamera hier so nah dran? Ich kann hier aber nichts machen. So, sonst gibt es hier, glaube ich, nichts. Da die Front immer näher rückt, wurde eine Ausgangssperre verhängt. Der Aufenthalt außerhalb des Hospitals ist nicht sicher, da die Invasoren auf jeden schießen, den sie sehen. Peter entscheidet sich dafür, im sicheren Gebäude zu bleiben. Einmal im Kreislauf. Der Wachposten tritt von einem Fuß auf den anderen, ganz offensichtlich gelangweilt von seiner Aufgabe. Er wartet auf seine Ablösung oder vielleicht auch auf einen Einsatzbefehl. Okay, Schlaf braucht. Tja, die Welt kennen wir hier natürlich auch schon. Hm, da liegt was. Brief eines Soldaten. Zweiter Brief des gefreiten Regional Jackson an seine liebe Margaret. Nun bin ich schon über eine Woche hier und man sagt mir immer noch nicht, wann ich entlassen werde. Seltsame Dinge sind geschehen. In der Nacht verändern sich die Stimmen, die durch die Kathedrale hallen. Das Echo von Stimmen, die niemanden gehörten, bricht sich an den Wänden und Korridoren. Vielleicht sind das Geister, die nicht zur Ruhe kommen, oder die Geräusche von Bewegung oder Geflüster. Ich kenne den Krieg und seine Schrecken, aber die Geräusche, die nachts in diesem Hospital zu hören sind, erschrecken mich mehr, als ich dachte. Was passiert hier in der Nacht? Warum fühle ich mich bedroht? Meine Ängste verstärken sich, wenn ich den Gesprächen der anderen jungen Soldaten zuhöre. Einer sagte, er habe mitten in der Nacht Hilfeschreie gehört. Schreie, auf die nur das Fauchen von Wut antwortete und nicht die Stimme der Hilfe. Ein anderer berichtet, dass Obergefreiter Haskell nicht aus dem Dienst entlassen worden sei, sondern vermisst werde. Ich starre auf sein leeres Bett mit einem unheilvollen, ängstlichen Gefühl, das an meinem Herzen nagt. Okay, hier gibt es sonst nichts. Hier gab es nur noch den Brief. Interessant, dass hier so die Hintergrundmusik von unserem Anwesen ist. So, wir wissen ja an sich ja logischerweise durch die vorigen Kapitel, was uns in dieser Kathedrale weiter unten quasi erwartet. Da zum Beispiel... Oh, ein größerer Machtzirkel. Also wir brauchen einen größeren Machtzirkel hier.
Der Wachposten runzelt die Stirn und führt Peter von der Orgel weg. Er erklärt, dass dies eine der wenigen Antiquitäten in dieser Gegend ist, die den Krieg bis jetzt unbeschadet überstanden haben. Und diese Orgel werde so lange er lebt, auch intakt bleiben. Peter findet einen versiegelten Umschlag, der anscheinend vergessen wurde. Den geht es natürlich zu öffnen. Befehle für die Soldaten erhalten. Peter kann das momentan nicht benutzen. Aber wir können es nicht lesen, oder was? Schroff fragt der Wachposten Peter, ob er die Erlaubnis hat, den alten Turm zu betreten, da er Sperrgebiet sei. Die Wache inspiziert das Papier mit den Briefbefehlen und händigt sie wieder dem Peter aus, da sie für jemand anderen bestimmt sind. Okay. Der ganz vorne sehr wahrscheinlich, ja? Die Wache erklärt ihm in ruhigem, aber bestimmten Ton, dass dieser Bereich für Zivilisten gesperrt ist. Dann geht bestimmt ganz vorne der, der auf eine Ablöse wartet. Der Wachposten faltet die Papiere mit den Befehlen auseinander und liest sie aufmerksam. Teufel auch! Wir müssen uns in die Offensive befinden! Er folgt den neuen Befehlen und verlässt seinen Posten. Ja, die deutschen Stahlhelme. Ja. Diese Poster sollen die patriotischen Gefühle wachhalten, indem sie erklären, dass die Alliierten den richtigen Kampf kämpfen. Dies ist für die Bewohner des Raumes, deren kalten Körper auf den ebenso kalten Boden der Kathedrale liegen, nur ein schwacher Trost. Mein Revolver. Ups. Peter sieht sich dem Preis des Krieges gegenüber, wie Baumstämme aufgestapelte menschliche Körper, die blutigen Körper junger Männer, die im Kampf für ihr Land und das Land der anderen das größte Opfer gaben. Ah, jetzt fängt's an, okay. Einen Platz haben wir noch. Ob das sein Platz sein wird? So, jetzt fängt's an. Also, let's go. Haben wir das hier? Und einmal das hier. Grün. Rot. Ach, komm schon, ey. Ach ja, komm schon. Ich kann's nicht zerstören. Ich habe keine Kugel mehr. Was ein Scheiß. Mhm.
Da oben sehe ich Munition. Lass mich vorbei, Baby. Ach komm. Das ist keine Munition. Schade. Und da unten wird gerade jemand eingenommen. Nee, gab's ja nirgendwo Munition. Ich habe hier zumindest keine gesehen. Ich verstehe nur nicht, dass ich irgendwie diesem Vieh nicht wirklich Schaden machen konnte. Dass manche Kugeln einfach nur abgeprallt waren. Man hört einen Panzer. Da liegt eine Waffe. Ein Gewehr, sehr schön. Oh, blöder Leichnam. Tschüss. Ach, falsch. Das hier noch. Jetzt haben wir hier noch eine zweite Tür. Ähnlich der Marie, was Celeste, ist auch dieser Tisch seit langer Zeit unberührt, so als sei der Besitzer plötzlich weggegangen und nie wieder gekommen. Ein unverendeter Brief ist Zeugnis einer stillen, unbeendeten Geschäftigkeit. Dieser Tisch wird peinlich sauber gehalten. Peter wundert sich, dass in diesem Hospital, das sich an der Front des Kriegs befindet, nicht mehr Chaos herrscht. Nicht mehr Chaos herrscht. Werden hier nicht die Sterbeurkunden ausgeteilt? Untersuchen. Die Orgel ist seit ihrem Aufbau nahezu unverändert geblieben. Ursprünglich wurden die Windladen manuell bedient. Nun arbeiten sie mit Dampfdruck und werden elektronisch gesteuert. Dies ist eine der ältesten restaurierten Pfeifenorgeln der Welt. Man sieht hier nicht sonderlich viel. Dies muss ein mit Dampfdruck betriebener Generator sein. Er ist momentan nicht in Betrieb und wartet nur darauf, mit Dampf versorgt zu werden. Hier ist ein Hebel, mit dem der Generator wohl ein- und ausgeschaltet werden kann. Soll Peter den Hebel betätigen? Das Geräusch von knirschendem Metall auf Metall ist zu hören, sonst passiert nichts. Der Generator wird nicht mit Dampf versorgt. An der Wand neben dem Generator befindet sich ein offener Sicherungskasten. Einer der Sicherungen fehlt. Es gibt keinen Hinweis darauf, wo sie sein könnte. Boah, gerade so durch die Tür gekommen. Hier gibt es auch wieder eine Tür, okay.
Ein alter, rostiger, aber zuverlässiger mit Kohle gefeuerter Boiler versorgt die Kathedrale mit Wärme und Dampf. Momentan wird kein Dampf in den Generator geleitet. Dann machen wir erstmal Licht an, oder? Verbindet. Trotzdem scheint keine Spannung zu entstehen, ob einer der Schaltkreis unterbrochen ist. Okay, wir brauchen erst noch die Sicherung. Peter besitzt eine Menge Einfallsreichtum. Er ersetzt die fehlende Sicherung einfach durch seinen Glückspenny. Und erstaunlicherweise funktioniert es. Der Strom kann wieder fließen. Was ein Glück, dieser Penny. Sehr schön, wir haben wieder Licht. Das war eine Ratte, okay. Was haben wir hier denn so? Auf jeden Fall noch eine Tür. Die Tür ist nicht abgeschlossen, lässt sich aber trotzdem nicht öffnen. Irgendwas blockiert die Tür auf der anderen Seite. Ah. Da haben wir ein Loch. Zirkel. Auch ein blödes Dasein, die Trapper, oder? Bringen sich immer direkt selbst um. In diesem Raum wird die Kohle gelagert, die für den Dampfboiler benötigt wird, der den Generator der Kathedrale in Gang hält. Kleine Haufen sind alles, was noch übrig ist, und angesichts dieser endlosen Krieges wird der Nachschub lange auf sich warten lassen. So, ein größerer Machtzirkel. Das müssen wir alles nochmal neu machen. Okay, neuer Spruch. Schutz. Damit hätten wir schon mal unser Schild. Schon wieder muss ich nachgucken. Schild haben wir jetzt schon gemacht. Das hier brauche ich. Areal und Rufen. So, magisches Item. Projizieren und irgendwas anderes. Das und das.
So. Das Erkennen brauchen wir jetzt auch. Das und das. Blöd, dass man das immer alles nochmal neu machen muss. Spruch 9, das haben wir nur einmal. Was ist denn das? Ist das ein Angriff gewesen? Was haben wir denn da? Areal und projizieren, ne? Was war das hier? Es geht nur, wenn Gegner in der Nähe sind. Schutz und das andere. Kreatur. So, Spruch 10 entdeckt. Alles klar. Los geht's. Achso. Entschuldigung. Liste der Sprüche. Das hier zuordnen. Das hier. Das da. Spruch. Achso, ja, genau. Hallo, ich will's auf Y. So, okay. Spruch 10. Achso, ja, das ist das. So, Schild. Da unten hin. Magisches Item. Das war da. Das war da. Das war hier. Nicht genügend magisches Mana da. Der tote Körper eines Soldaten liegt auf dem Boden. Obwohl er nicht im Kampf an der Front war, ist er doch gefallen. Sein Schicksal trennt ihn und sein Ende von seinen Waffenbrüdern. Er wurde es auf der Kathedrale, nicht aus einer Kugel oder eines Bajonetts. Das hier war das, ne? Aber es geht nicht. Im Keller sind Fässer mit reifendem Wein in der kühlen Luft aufgedreht. Sobald der Krieg zu Ende ist, wann auch immer dieser sein wird dieser Wein zu den Besten seines Jahrgangs zählen. Sag mal. Wie viel brauche ich denn da? So, das hält erstmal ein Weilchen. Ach so. So. Alles klar. Also, der Wecker hat geklingelt. Das heißt, das war schon wieder. Danke fürs Zuschauen. Das war schon wieder Eternal Darkness.
mit mir von der YouTube Let's Plays als Hobby und das Ganze auf der Nintendo GameCube. So, ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst keinen Daumen hoch und ein Abo. Und dann sehen wir uns hoffentlich auch beim nächsten Teil wieder. Und bis dahin sehen wir uns hoffentlich auch bei meinen anderen Let's Plays. Ich habe ja noch einige andere auf meinem Kanal und wünsche euch dabei auch viel Spaß. Und ansonsten, ja, tschüss.